Im Kreissaal der Klinik am Südring bekommen die 28-jährige Clara und deren Mann Steve ihr erstes Kind. Dank der Hilfe von Hebamme Maria Schneider und Dr. Emma Heidmann verläuft die Geburt bisher ohne Komplikationen. Doch das Baby soll gleich für erstaunte Gesichter sorgen. Ja, super, sehr schön. Alles da. Und ausatmen, ausatmen. Zurücklehnen, zurücklehnen. Das Baby ist da. Wunderbar. Wunderbar. Ein Junge. Ja, toll. Schön. Wie soll er heißen? Maximilian. Ja, wunderbar. Guck mal. Oh, ist das schön. Ja. Als wir das Kind im Kreissaal das erste Mal gesehen haben, ganz ehrlich, mir ist die Spucke weggeblieben. Irgendwie passte da nichts zusammen. Wie kann also ein Elternteil, der so aussieht, ein solches, sagen wir mal, sehr doch hochpigmentiertes Kind bekommen? Das soll unser Kind sein? Ja. Ja, ja. Aber Sie sehen schon, dass der dunkelhäutig ist. Ja, also das sieht jetzt erstmal in dem Licht nur so aus. Ich nehme den jetzt mal mit. Darf ich den mal haben? Bitte? Ganz kurzen Moment. Wir bleiben hier im Raum. Ich lege den jetzt nur mal, um den mal ein bisschen abzutrocknen, damit der schön warm hat. Nehme ich den mal kurz mit, ja? Ja, okay. Die Kinder haben ja auch Stress. Ja, ich meine, bleibt das ja ist hier ja auch Raum. Eine große Geschichte, genau. Auf die Welt zu kommen. Und die verändern sich ja auch. Und wir machen jetzt, geht's jetzt noch nicht. Alles gut. Gesund auf jeden Fall. Die Hebamme macht ihn jetzt erstmal fertig. Und ja. Wir warten erstmal auf die Nachgeburt und alles gut, alles gut. Mama Clara und Baby Maxi haben die anstrengende Geburt gut überstanden. Schon bald dürfen auch die stolzen Großeltern ihr Enkelkind bestaunen. Die unerwartete Hautfarbe des Kleinen ist für die älteren Herrschaften allerdings ebenfalls befremdlich. Da stimmt auch irgendwas nicht, oder? Ja, doch, ist niedlich. Kerngesund. Ja. Kerngesund. Alles gut, alles dran. Gut, oder? Ist alles gut. Die Hautfarbe ist aber... Ich fand die Reaktion der Großeltern normal, ja. Die beklemmende Stimme, die Stille, die dann auftrat und die Spannung, die stieg. Also ich meine, für mich, als mehr oder minder Außenstehender, war das ja, ja eine ganz besondere Situation. Und ich glaube, denen allen ist wirklich die Spucke weggeblieben. Es ist ja ein süßes Kind, aber wieso habt ihr zwei ein dunkelhäutiges Kind? Ich kann mir das ja gar nicht erklären. Ja, also meistens ist da in der Familie jemand, der ein bisschen dunkler ausfällt. Also das erklärt sich eigentlich von selber, ne? Aber haben wir denn jemanden in der Familie? Nein, also Mama, bei uns überhaupt keiner. Nein. Also, wir sind also bei uns in der Familie auch nicht. Auf keinen Fall. Also nicht, dass ich Opa, wüsste, nein. Oma, nein. Nein. Bestimmt, keinen Fall, irgendwo. Ja, sicherlich ist da früher nie so großartig drüber gesprochen worden, aber also nein, Mutti und Oma, war oder so. Nichts? Nein. Tja, oder Clara, bist du Steve? War fremd gegangen? Also Hans. Naja, also Hans, ich bitte. Seit Jahren geht ja Clara bei euch ein und aus. Du kennst sie jahrelang. Das würde Clara niemals tun. Das finde ich unverschämt von dir. Schon seltsam. Clara ist bestimmt nicht fremd gegangen. Als der Schwiegervater von der Frau Becker in den Raum geworfen hatte, dass sie vielleicht fremd gegangen ist, da fand ich die Reaktion von ihrem Mann wirklich sehr, sehr toll. Er hat sofort gesagt, das würde sie nie machen, stand absolut hinter ihr und da ziehe ich wirklich den Hut vor. Wir haben leider Schwierigkeiten gehabt, Kinder zu kriegen und wir haben uns entschlossen, in eine Kinderwunschklinik zu gehen. Ach so. Ja, und Maxi ist sozusagen im Reagenzglas entstanden. Aber es ist unser Kind. Es ist unser Kind. Und wir sind glücklich. Ja. Wie muss ich mir denn so eine Zeugung im Reagenzglas vorstellen? Ach, das geht ganz einfach. Man nimmt die Eizellen der Mutter, das Spermium des Vaters, das vermixt man. Dann entsteht sozusagen ein Embryo und den packt man wieder zurück in die Gebärmutter. Ja, aber Frau Doktor, ich verstehe das nicht. Wenn es doch Ihre Eizelle ist und seine Samenzelle, wieso kommt dann ein dunkelhäutiges Kind dabei raus? Das muss doch irgendwie eine Verwechslung dann passiert sein. Es gibt das mal, ja, das ist wirklich sehr selten. Dass es vertauscht ist, würde ich fast ausschließen. Und ganz selten ist es, dass es tatsächlich mal so ist, dass hellhäutige Menschen dunkle Menschlein Babys bekommen und dunkelhäutige einfach mal etwas hellere Kinder kommen. Das kann mal eine ganz seltene Gengeschichte sein, ne? Ja? Ich kann Ihnen einfach nur anbieten,
das zu klären. Ja, man macht das, indem man Teste macht. Es gibt einen Mutterschaftstest, der natürlich sehr selten ist, ne? Weil wir wissen ja, wer die Mutter ist eigentlich. Theoretisch. Und einen Vaterschaftstest und da muss man halt schauen. Aber das ist nicht ganz unproblematisch, weil sie müssen mit dem Ergebnis leben, ne? Ja, wenn da... Das ist die, also das wollen wir, also... Bist du sicher? Ja, definitiv. Also es wird unser Kind bleiben. Ich meine, ich hab Maxi geboren, aber ja, einfach auch für Maxi die Gewissheit. Also es gibt immer mehr Paare, die sich Kinderwunschkliniken anvertrauen. Und da stellt sich natürlich für das Paar selber immer die Frage, ist da was schiefgelaufen? Ja, ist da irgendwie eine Eizelle vertauscht worden? Also man macht das einfach, um Ruhe in das Ganze reinzubringen, den Eltern Gewissheit zu geben und natürlich auch eventuell Fragen, die das Kind später hat, zu klären. Dr. Heidmann veranlasst, wie abgesprochen, den gewünschten Abstammungstest. Zwei Tage später haben die frisch gebackenen Eltern gerade Besuch von Oma Jutta, als der Gynäkologin die Ergebnisse aus dem Speziallabor vorliegen. Familie Becker? Ja. Ich hätte da ein Anliegen. Kommen Sie einmal mit mir? Alles gut soweit? Ich habe hier so Ergebnisse. War schon eine besondere Situation und auch für mich nicht einfach. Ich habe ja die Anspannung in den Gesichtern der jungen Eltern gesehen und es war schon eine sehr besondere Situation für alle. Wir haben hier zwei Umschläge. Da steht was drin, was für Sie ja unter Umständen lebensentscheidend ist. Mache ich die auf? Machen Sie die auf? Ja, ist besser, ja. Einmal steht Clara. Nee, machen Sie bitte. Ja? Machen Sie es bitte. Okay. Ich bin ja auch selber mal gespannt, was dabei rauskommt. Institut und so weiter und so fort. Na super. Also wer die Mutter ist, wissen wir schon mal. Hier haben Sie es schriftlich. Also, Nummer 1. Jetzt die Nummer 2. Ja, der Puls steigt. Na, ich meine, ich will es ja nicht so spannend machen, aber... Steve, du schaffst das, ist alles. Wer ist der Vater? Ja! Yes! Oh, 99,9%. Oh. Das ist super. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh, danke schön. Oh, mich haben wir die Gewissheit. Sind so erleichtert. Also, wir sind die 100-prozentigen Eltern von dem kleinen Wonneproppen. Die Ergebnisse waren sehr erfreulich und positiv. Also Vater und Mutter standen schon mal fest. Blieb oder bleibt jetzt nur noch die sehr, sehr unwahrscheinliche Möglichkeit, dass irgendwo im Stammbaum viele Generationen überspringt, irgendein Geheimnis lauerte. Es gibt da so ein paar Gesetze. Das sind so diese Mendelschen Gesetze. Ist total vereinfacht. Ja. Ne? Aber zum Beispiel weiß und schwarz geben dann eigentlich mal so weiß-gelbe Erbsen. Ja, und dann ein paar Generationen später. Ja, dann kommt da irgendeine Farbe raus, wo man sagt, wissen wir gar nicht, wo die herkommt. Ja. Und da können sich auch viele gar nicht dran erinnern, dass es irgendwann mal irgendwo, da muss irgendwie, da denken sie vielleicht gar nicht mehr dran. Also, in meiner Familie kann ich mir das nicht vorstellen. Nee, alles sind weiß. Die sind ja auch. Also dann ist immer noch mal blond ja auch und blaue Augen. Ich meine, Mama. Ja, ja. Klar. Oder also, fällt dir irgendwas ein? Also Kinas, ich wüsste jetzt nichts. Ich fahre nach Hause, mir ist da ein Gedanke gekommen, ich bin weg. Dieser schnelle Abgang der neuen Oma konnte ich mir natürlich nicht erklären. Das konnten viele Gründe haben, aber irgendwie konnte man wirklich sehen, der ging es nicht gut, die fühlte sich nicht gut und die musste weg. Warum Oma Jutta überstürzt das Krankenhaus verlassen hat, wird bei ihrem Besuch am nächsten Tag alle überraschen. Auch die Eltern von Papa Steve wissen inzwischen, dass Baby Maxi wirklich ihr leiblicher Enkel ist und haben deshalb ihrerseits Nachforschungen angestellt. Wir sind jetzt natürlich total überrascht, was bei rumgekommen ist. Wir haben zu Hause alles auf den Kopf gestellt. Wir haben Ahnenforschung betrieben, sämtliche Stammbücher und was wir noch zur Verfügung hatten. Nichts gefunden, nichts. Keine Bilder. Keine farbigen Vorfahren. Okay. Nein. Mama, also gar hast du denn was gefunden, zufällig? Ja. Entschuldigt, dass ich heute Morgen einfach so abgehauen bin. Ja, es war. Aber es wird spannend. Als die
Kommen Sie rein. Ärztin, das gestern erklärt hat, mit den Genen und mit der Überspringung der Generationen, da habe ich eine Idee gehabt und da ist mir was eingefallen. Und da musste ich sofort nach Hause. Es tut mir leid, okay, dass ich das... Und was ist dir da eingefallen? Ja, als ich so alt war wie du, dein Alter, da habe ich bei meiner alten Großmutter ein Foto auf dem Wohnzimmertisch gesehen. Und daran habe ich mich erinnert. Und da bin ich auf den Dachboden und da habe ich doch diese alte Kiste stehen. Mhm. Und habe tatsächlich in dieser alten Kiste einen Brief gefunden und ein Foto. Von der Großmutter? Okay. Von der Großmutter. Jetzt wird's spannend. Okay, genau. Und was für ein Foto? Da habe ich ein Foto gefunden. Was ist das denn? Und sogar noch einen Liebesbrief. Und wer ist das? Also das ist ein Liebesbrief an meine Großmutter Ilse von James. Ja, warte. Ja, begrüß du mal. Ja. Na, klasse. Und da steht in diesem Brief, dass er sie ganz akut verlassen muss, dass er wieder zurück muss in die USA und sich weder um das Kind noch meint er, dass er ein guter Vater ist, kümmern kann. Naja, wir sind jetzt im Jahre 2019, ja, aber damals in den Nachkriegszeiten oder Kriegszeiten gab es natürlich Liebesbeziehungen zwischen vielleicht Menschen, was so nicht gewünscht wurde, dass manche Frauen geschwiegen haben und manche Männer sich nicht zu ihren Kindern bekennen konnten, weil die Zeiten einfach anders waren. Gott sei Dank, dass ich alles Durch die Enthüllung des Familiengeheimnisses wird der kleine Maxi später einmal erfahren, dass er die dunklere Haut von seinem Ururgroßvater geerbt hat. Mama Clara und der neue Erdenbürger konnten die Klinik am folgenden Tag verlassen und halten Papa Steve ordentlich auf Trab.